Und damit wieder GDO, Leute, und willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir jumpen direkt ins Game, kein langes Intro hier. Wir sind gerade mitten dabei, hier erstmal das ganze Gift wegzumachen und natürlich herauszufinden, was die Broodles jetzt in diesem Königreich hier verloren haben. Wir wissen ja schon, dass die irgendwelche Blumen klauen wollen. Aber die Frage ist, können wir sie diesmal aufhalten? Okay, der Mond war, der Mond war auch geschenkt. Fahrt zum Himmelsgarten, genau. Wir wollen nämlich zum Himmelsgarten und da hoffentlich die Broodles aufhalten, sodass wir die Blumen retten können. Blumendiebe im Himmelsgarten. Da sind sie nämlich wieder schon. Jo, und hier gab es, glaube ich, auch noch ein, zwei Mone, die wir mitnehmen konnten, ne? Warte mal, erstmal hier an der Seite, genau. Genau, guck an. Da brauchten wir nicht mal wieder das Vieh capturen. Alles eine Frage des Speedruns. Da will ich nochmal ganz kurz gucken, was war denn da unten? Aha! Noch ein paar lila Coins. Gut, dass wir uns da umgeschaut haben. Sehr schön. Wäre jetzt nämlich doof gewesen. Ach, rein, damit kommen wir rüber. Das finde ich auch so cool, irgendwie so eine krasse Blumenbrücke, ne? Hat was. So, hier holen wir uns noch natürlich den Mond. Wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen. Und natürlich noch die Coins. Hehe. Boah, so viele Nüsse hier. Mann, 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 Mann. Einfach nur crazy. Wirklich. Wie viele Monde einfach so in diesen Nüssen versteckt sind. So. Oh no. Nein! Ich wollte mich noch an der Luft halten. Ah, ja, wirklich. Ah. Oh nein, warte, ist das. Ah, okay, gut, 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 gut. Ich dachte, wir revealen jetzt schon das Geheimnis hier von dem Kingdom. Aber nein, damit wollte ich warten, bis wir mit den Broodles fertig sind. So, ich glaube, wir können jetzt einfach diesen Weg hinnehmen. Der andere Weg wäre ja, glaube ich, identisch gewesen. Hoffentlich einfach mal. Dann sind wir auch schon im Himmelsturm angekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal, da drauf waren keine Münzen. Das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch ein Mond am Ende auf uns wartet. Den muss ich auf jeden Fall dann mal mitnehmen. Ich hab echt Angst, dass wir hier irgendwie was übersehen, ne? Wir haben sogar zwei Monde, die wir hier kriegen. Witzigerweise. Oh ja, das wird. Ah, guck mal, da muss ich sowieso noch runter. Lol. Haha, das war gerade witzig. Genau, und hier haben wir jetzt natürlich noch einen Mond, den wir nur mit dem Strecken erreichen können. Einmal Beine aufstrecken, bitte. So, dann haben wir auch schon fast wieder alle, um ins nächste Königreich zu gehen. Aber natürlich werden wir erstmal weitermachen. Natürlich werden wir erstmal weitermachen und hier alle lila Münzen und so wiederholen. Und so viele Monde, wie es geht, schon mal einsammeln. Damit wir später nicht so viel extra Monde plus normale Monde noch einsammeln müssen. Also, Friends, wir machen guten Progress. So, ihr Broodles. Ja, mit den Blumen. Zu spät, ihr Dummköpfe. Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Oh, du Dulli. Aua, nein, ich hätte ihn schon. Ah, ich hätte ihn schon direkt tun können. Das war schlecht. Ich glaube, der war echt einfach. Ja. Nein, wie ihr sehen könnt, der kann nichts. Oh nein. Ja, gut. Und ich muss natürlich auch immer schön aufpassen, dass ich nicht in die Invincibility-Frames reinlaufe, ne? Das ist immer so ein Fehler, den man bei dem Boss macht. Man kann ihn logischerweise deutlich schneller besiegen, als ich es jetzt getan habe, aber egal. First try is first try. Und damit haben wir den Triple Mond von diesem Kingdom. Leider sind die Blumen schon geklaut worden, also war ja klar, dass wir das nicht verhindern können. Wäre schön gewesen, hätten die mal in dem Spiel so eingebaut, dass man vielleicht, wenn man schnell ist, das noch irgendwie aufhalten kann und Bowser dann am Ende ohne alle Requisiten dasteht oder so, dass man da so mehrere Enden hätte. Und Bowser dann, je mehr die Broodles gesammelt hätten an Hochzeitsdekor, desto stärker wäre Bowser dann. Geheimes Blumenfeldfahrt, genau. Und da ist nämlich der nächste Boss direkt. Den holen wir uns dann und dann würde ich sagen, passt das auch für diesen Part.
Nee, aber das wäre, ist da oben eben was gelandet oder habe ich mich verguckt? Nee, da ist tatsächlich was gelandet. Das schauen wir uns auch direkt an. Das wäre halt voll cool gewesen, würde Bowser dann quasi einfach stärker werden, je mehr Dekor er die Brutals gesammelt hätten für ihn. Dass er dann so ein mega Hochzeitsoutfit oder so hat. Und wir das dann quasi verhindern können und ihn dadurch schwächen können, wenn wir schnell genug sind oder so. Aber gut, wer weiß, vielleicht fürs nächste Mario Game mal sowas. So, jetzt sind hier nämlich auch die Panzer, die nehmen wir direkt mal ein. Und schießen uns hier schön mal den Weg frei. Ich glaube, wir brauchten sogar tatsächlich hier eine Pflanze, ne? Ah, ne, eine Nuss. Zieh am Hebel und erhalte einen Samen. Ah, oder so. Stimmt. Stimmt. So war das. Gibt es hier auch lila Coins? Ja, tatsächlich. Guck mal, wir haben schon 60. Also es läuft echt gut mit den Münzen. Aber ich habe halt Angst vor den letzten paar, ne? Weil die werden wahrscheinlich nicht so easy zu kriegen sein. Genau, da haben wir wieder eine Goomba-Quest. Die machen wir auch direkt. Da ist Sub-Area. Und was ist das? Ladestation ist total überfüllt. Ah. Okay. I guess so. Ja, also machen wir noch diese Quest. Dann müssen wir wieder ein paar Goombas stacken. Au. Sehr schön. Moin. Oh, wow. Du bist so groß, Goomba. Sehr schön. Romanze in den Waldruinen. Okay, hier oben hatten wir doch bestimmt aber auch noch was, ne? Zumindest lila Coins bestimmt. Ja, da. Genau, die holen wir uns dann als erstes mal. Wow, das war knapp. Warte mal, wir haben da die lila Coins, aber wir brauchen als erstes natürlich einen Weg nach oben. Perfekt, okay. So. Holen wir uns da den Mond und da die Coins. Da oben geht es auch noch weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich unten noch was vergessen habe, ne? Egal. Gucken wir erstmal, dass wir hier den Mond kriegen. Und dann können wir auch weiter nach oben. Es ist so viel zu tun hier, Leute. Mann, ich komm echt durcheinander. So, das ist zu viel Überforderung. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hingehen soll, weil es hier einfach so viel gibt. So, warte mal, wir haben... Okay, warte mal. Wir brauchen hier möglichst viele Blumen. Genau. Dann haben wir hier, da... Oh nein! Ja, das machen wir nochmal. Genau, wir müssen... hier am Rand hoch. Genau. Und da wartet noch ein Sub-Area-Bereich auf uns. Kleines Tank-Minigame quasi. Und wo könnte der versteckte Mond sein? Wir dürfen natürlich jetzt nicht zu voreilig agieren. Warte mal, wir holen uns hier die lila Coins auf jeden Fall. Wäre doch gelacht. Ein sehr, sehr geiles Sub-Area. Ich liebe ja sowas, ne, wo du so mit Panzern und so schießen kannst. Es gab in Mario Party auch mal so ein Minigame. In dem Superstars, ne? Also Mario Party 3 war das, glaube ich. Wo man auch so ein ähnliches Panzergame hat. Das war auch so legendär. Hey, wait, what? Schon sagen. Als ob es wieder nur einen gab. Vielleicht wird das später noch ersichtlich. Aber gehen wir erstmal weiter. Wir haben da... Haben wir da noch was? Da auf jeden Fall schon mal ein paar lila Münzen wieder. Also wir haben fast alle schon gesammelt. Alter. Ich bin wirklich verblüfft, wie schnell wir hier vorankommen. Wir haben 70 Coins, uns fehlen noch 30 Stück. Das ist ja mega. Wirklich sehr, sehr schön. So, hier war, glaube ich, eine Nuss, ne? Ja, doch, da ist eine Nuss. Sag ich doch. Die Nuss auf dem hohen Zaun. Sehr schön. Genau. Doch, oh mein Gott. Boah, wie gemein. Wie gemein war das denn? Hier ist eine 2D-Area. Boah, wie fies. Wie fies. Nice. Einfach mal mit einem Mond hier die Bergseite hinauf, man kennt ihn. Krass, okay, das war gut versteckt.
wusste doch, dass es irgendwie was damit zu tun haben muss. Krass, dann können wir das theoretisch skippen hier, ne? Aber gut, was es damit aus sich hat, Leute, das erfahrt ihr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne eine Bewertung da. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Natürlich auch abonnieren, ne? Dann passt hier nichts mehr. Jedenfalls bis zum nächsten Part und ciao, ciao.